Wir sind hier, nehmen wir das weg, wir sind hier in Bern, im Novotel. Ich habe hier eine Sitzung, also seht ihr, voll in Schale und so. Eigentlich nicht so mein Ding. Aber hier, das ist mein Zimmer, im 9. Stock, also ganz oben in der Businessklasse. Gehen wir mal rein. Ich zeige euch jetzt mal Zimmer. Also zum einen sieht das mal so aus. Man kommt hier rein. Hier neben der Türe die Ankleide. Das Witzigste ist noch, hier habe ich noch ein WC. Hier. Ohne Fenster, ohne gar nichts. Ich hoffe, der Durchzug ist gut. Auf jeden Fall. Da haben wir hier einen Kaffeeautomaten. Ja, Kaffee, Tee. Hier für mich ist die Minibar inklusive. Das hier schöne andere Sachen hier. Hier Wasser. Und schafft natürlich ein Safe. Was ist das hier? Ja, die Erklärung, wie das geht. Und ein Stauraum. Kühlschrank. Ja, ich bin hier in Bern, Bern Expo. Habe geschäftlich noch etwas zu tun hier. Und das Geilste ist, schaut euch das an. Die Aussicht vom 9. Stock. Ist das nicht schön? Ich kann das nicht mal aufmachen hier. Aber hier, das ist die Bern Expo. Dann hat man hier eine riesen schöne Aussicht. Überall hin. Ich glaube, das ist das Stadion. Ja. Also ich kenne mich hier in Bern nichts aus. Und wir werden dann mal sehen, was kommt. Was Bern so bringt. Morgen habe ich frei, wie ich mitbekommen habe. Ja. Da habe ich einen Tag nur für euch. Das ist auch gut. Was mir auch gefällt, ist das hier. Seht ihr das? Könnt ihr das hier so herumschieben? Da kann ich hier, während ich die Videos bearbeite, hier nach Aussicht draußen. Oh, Paragliding. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber schaut mal hier. Da ist eine Paragliding. Hinten. Also dort. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Dort. Gelandet. Von wo sie fliegen, keine Ahnung. Und ja. Wo waren wir jetzt? Ach so. Hier. Im Bettsofa. Also falls ich irgendeinen Besuch habe von Freunden, von der Familie, sonst irgendetwas, ist hier alles gesorgt. Auf jeden Fall einen kleinen Fernseher hier. Schön. Kann man nur den Winkel verstehen. Brauche sie nicht. Und hier ist das ja. Ah. Wenn man im Wald arbeiten will oder möchte. Wieder ist die. Das WC ist separat. Und hier haben wir das Badezimmer. Also, Durchlüftung. Ja. Oh! Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe eine fette Dusche. Ja. Weißt du, was ich gerne hätte? So ein Regenschauer. Das bin ich.
Avocadoöl von Kenia. Schön, was haben wir das? Brasilnut. Fühle mich ja fast wie in Brasilien. Und eine Mini-Badenwanne. Also ich mit 1,90 Meter. Ist schon ein bisschen mühsam. Und hier, Spiegel. Hallo. Ja. Und falls das jemanden stört, kann man hier schön alles zumachen. Geht schön zu. Telefon und Bett. Ein Riesenbett für mich. Ah, was ich hier bekommen habe. Badeanzug und Schlappen. Das, was wir jetzt testen, ist die Bequemlichkeit. Bett ist bequem. Und was ich gesehen habe hier unten, ich habe ich habe Multikissen. Ja, wenn ich mal gemütlich sitzen möchte. Was ich hier bezahlt habe, das sage ich euch dann am Ende vom Video. Auf jeden Fall, was wir noch tun werden, ist mal schauen, was im Bern so gibt. Ja, nimmt mich Wunder. Weil wir sind nahe vom Zentrum hier. Das heißt, ich habe noch gratis ÖV-Karten bekommen, falls ich die Stadt sehen möchte. Ja, noch recht interessant. Das heißt, wir können hier unten den Tram nehmen, den Bus. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Und ja, dann gehen wir mal dorthin oder auch diese Seite. Was ist dort? Je nachdem, was los ist hier. Auf jeden Fall sind wir, ja, und ach ja, was ich bezahlt habe für die 2 Tage, bin ich hier, 2 Tage werde ich hier sein, so um die 350 Franken, so etwas, ja, also abzüglich den Rabatten und alles Mögliche. 350 Franken für 2 Nächte in der Schweiz ist noch akzeptabel. Also meine Niere kann bleiben. Ja. Mal schauen, was das bringt. Ja. Also das war vom Roomtour. Wir gehen mal unten, mal schauen, was für Getränke es gibt. Ich habe hier Freidink. Freidrink. Ein Getränkegutschein pro Aufenthalt. Interessant. Interessant. Oh, und das hier. Ein Riesenart. So. Lass mich mal ein bisschen frisch machen und wir sehen uns gleich. Ich nehme auch gleich mit, nehme mein Getränk noch zu mir. Bis dann, wartet auf mich, ich komme gleich.
Peace, Leute.